Audio Now. So, ihr Lieben, Mondtalk. Heute die Nummer 9, die uns hoffentlich genauso viel Glück bringt, diese Zahl, wie alle anderen vorher auch. Wenn man den Zuschriften glauben darf, dann gefällt es euch ja ganz gut, was sie hier zu bieten haben. Dann, also wie immer unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger-Poppe und Thomas Poppe. Gut, unser Thema heute, ihr wart ja wirklich sehr brav und habt unsere Einladung angenommen und uns viele Zuschriften geschickt und Fragen geschickt. Und dann haben wir uns gedacht, wir schieben jetzt mal einen Podcast ein, der sich um eure Fragen ein bisschen kümmert. Und da möchte ich vorausschicken, nachdem es wirklich sehr viele waren, wir können einfach nicht alle beantworten und entschuldigen uns an dieser Stelle in aller Form bei denjenigen, die keine Antwort bekommen, weil da eigentlich im Wesentlichen gibt es zwei Gründe, warum wir nicht antworten können. Einerseits, weil es so viel ist. Und andererseits, weil wir manchmal die Antwort einfach überhaupt nicht wissen. Und dann macht's, so genau, und dann macht's überhaupt keinen Spaß zu schreiben. Hey, wissen wir nicht. Was ist da für Antwort, was wir nicht wissen? Es gibt viele Fragen. Ach so, nicht jetzt weil, an einfach den deswegen, weil in dem Moment, wo man so viele Bücher geschrieben hat, ja. Wie wir. Nein, ich weiß, oder die medizinischen, ja, die wir ja dann nicht genau. beantworten. Oder genau. Die uns einfach dann als Gurus betrachten in Bezug auf was wir, exotische okay. Themen aller Art. Und dann wissen wir es nicht und dann macht es einfach keinen Spaß, nur zu antworten. Sorry, tut uns leid. Okay, dann Jingle bitte. Heute ist also unser Thema offene Fragen, offene Antworten. Mhm. Nummer 1, die Sonja. Das ist ein sehr interessantes und sehr weitläufiges Thema. Ich lese vor, was sie schreibt. Weil ich gerade schwanger bin und im vorletzten Podcast das Thema erwähnt wurde, würde ich mich freuen, wenn ihr in naher Zukunft einen Podcast zur Schwangerschaft machen würdet. Da hat sie nicht Unrecht. Ne? Mhm. Das wär fast ein eigener Podcast. Ja. Sie hat aber gemeint, wahrscheinlich, weil sie jetzt sowieso gerade das Thema für sie aktuell ist. Ja, dann sollte man nicht 9 Monate warten. Ja, genau. Ja, das ist, da gibt es schon viel zu sagen. Vor allen Dingen wäre das mehr so ein Rede- und Antwort-Sache, mhm. weil man kann sich ja, also meine Schwangerschaften sind jetzt doch schon so lange her, dass man da das sich nicht mehr so erinnert und dass man da eher das, dass ich das mit einer schwangeren Frau vielleicht mache. Oh. Dass die Fragen hat, muss man mal schauen. Weil du meinst, in meinem Fall wäre es jetzt ein bisschen schwierig, dass ich so tue, als ob ich schwanger ja, bin. Ja, würde ich sagen. Und so einen Bauch hast du auch nicht, dass das schwanger durchgeht. Dankeschön, Dankeschön. Das war jetzt sehr schmeichelhaft. Aber es ist wirklich so, dass das ganze halbe Stunde locker füllen würde. Mhm. Werden wir uns einmal überlegen. Und wenn jetzt die Sonja konkrete Fragen hat, das nochmal schreibt. Ja, oder liegen dir ein paar Tipps auf der Zunge, was man. Ja, was sind das für Tipps? Ich meine, also, dass man sich schonen muss, ist das Allgemeinste. Mhm. Und wenn man mondbezogen das macht, ist es wichtig, das schreibe ich auch immer wieder in die Kalender rein, dass man sich bei Tierkreiszeichen Skorpion besonders schützt und schont. Mhm. Und da eben nicht die Betten ausschüttelt, schwere Pakete tragt oder lang auf einem Beton sitzt. Oder das sind alles Sachen, wo man das ein bisschen beherzigt, dass man wirklich vielen Fehlgeburten entgehen kann und wo sie so unnötig oft sind. Also das sind schon Sachen, und es gibt bestimmte Gewürze, wie zum Beispiel Lippstöckel, den man nicht nehmen soll in der Schwangerschaft und so weiter. Also es gibt schon ein paar allgemeine, aber ich würde sagen, das ist fast schade, wenn wir da nicht wirklich 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit haben. Gut, dann versprechen wir der Sonja einfach, dass wir da mal einen extra Podcast schauen machen. Schauen wir mal, ja. Da mache ich mir gleich eine Notiz, dass sie bald einmal drankommt. Gut, dann nächste Frage kommt von der Hildegard. Ich persönlich habe eure Ratschläge bezüglich von Kupfergeräten umgesetzt. Damit meint sie die Kupfergeräte im Garten. Ja. Das ist eine spezielle Geschichte. Ich kann nur sagen, es ist eine absolute Erleichterung im Garten. Ich freue mich, wenn Sie hierzu auch Ihre Erfahrungen schildern und weitergeben. Ja, was sind da die Erfahrungen? Die Erfahrungen ist, was sie auch schon gemacht hat, dass sie einfach wirklich spürbar leichter geht. Also das ist vor allen Dingen für Frauen wichtig. Es sind ja gerade die
die Hobbygärtner sind ja zum größten Teil Frauen. Erst später, wenn die Männer in der Rente sind, helfen sie ein bisschen. Selbst die, haben wir schon Briefe gekriegt, die helfen viel lieber, weil es eben mit diesen Kupfergeräten viel leichter von der Hand geht. Es ist nicht so schwierig. Wir hatten ja auch jahrelang vorher einen anderen Spaten. Und man weiß gar nicht, dass es leichter auch geht. Und wenn wir den Kupferspaten dann haben, das war, glaube ich, sogar unser Beginn mit Kupfergeräte, mit dem Spaten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Spaten geht rein wie Butter. Mhm. Und bei uns jetzt, da ist ja sowieso sehr steiniger und lehmiger gleichzeitig Boden, also harter Boden. Der rutscht einfach für die Steine vorbei. Also wenn es ein großer ist, natürlich nicht. Dann das mit den Ungradeten, diesen, ich glaube, das nennt man Sauzahn, den hier, so haben wir dann auch benannt. Das glaubt man einfach nicht, bis man es nicht hat. Also diese Kupferwerkzeuge, ob das ein Hauer ist, ob das der Spaten ist oder ein Rechen zum Beispiel, da rupft man mit dem Eisenrechen ständig rum und bleibt hängen. Und mit dem Kupferrechen, das ist wie ein Zaubermittel, das funktioniert einfach. Und es ist eine Riesenerleichterung für alle Frauen, auch für ältere Frauen, die nicht mehr so viel Ausdauer haben, vielleicht schon Kraft, aber nicht so Ausdauer. Das ist direkt erklären kann man es auch nicht. Das ist ein Erfahrungswert, den man nutzen kann. Wir haben ja diese Kupfergeräte wiederentdeckt, weil es eine Schmiede auf sich genommen hat, diese alten Methoden wieder zu entdecken und das anzubieten. Aber wie war es eigentlich bei euch auf dem Hof? Habt ihr solche Instrumente gehabt damals? Wir hatten mit Kupfer auch einen Pflug. Wir hatten auch noch einen richtig normalen Pflug, was man die Pferde vorspannt, weil ja wir... Und der war aus einer Kupferlegierung? Ja, der Kupferlegierung. Also Bronze, ne? Ja. Ah, das weiß ich nicht. Aber es war ja, halt es muss ja was drin sein, was das härtet. Das Kupfer selber ist ja zu weich. Ja, aber da kümmert man sich ja als Kind nicht. Ja, man, wir haben immer gewusst, wenn man geputzt hat, dass er mit Kupfer auch war, wurde dann auch relativ früh abgesetzt und doch nicht mehr hergenommen, was natürlich im Nachhinein auch schade war. Wo der geblieben ist, weiß ich auch nicht. Es ist so, dass man heute viel mehr interessiert einen mehr, warum etwas wieso ist, was einem als Kind nicht so interessiert. Kupfer kann ich mir erinnern, dass wir immer Polenta gemacht haben, immer die Kupferpfanne hergenommen worden ist und die dann auch speziell geputzt wurde mit Salz und Wasser und Essig. Und kürzlich, das ist gar nicht 14 Tage her, habe ich auf einmal gehört, dass Kupfer Geschirr jetzt wieder verboten werden soll, weil es, also es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Aber wie auch immer, also bleiben wir beim Kupfergerät im Garten. Ich kann nur sagen, ausprobieren und ihr merkt, dass es viel einfacher und viel leichter geht. Auch hinterher das Gerät abspülen, fertig. Also nicht abspülen, so wie in der Küche, sondern abspritzen praktisch mit einem Schlauch oder einweichen. Sofort ja, sauber. Es ist ja nicht nur eine Arbeitserleichterung, weil man spürt, wie das alles leichter von der Hand geht, sondern es bedeutet ja auch einem verarmten Boden, das Kupfer zurückzugeben. Und das, hat ja, das hat ja viele Folgen. Ne? Das, das war ja der Ursprung. Das Bodenleben. Genau. Das war der Ursprung, warum wir das wieder ins Leben, also ins Leben gerufen haben, es wir nicht, sondern wir versuchen, das zu verbreiten, auch dieses Wissen. Und wir haben alle zu wenig Kupfer. Kupferspuren, diese Spurenelemente sind einfach verarmt im Boden durch die Überdüngung. Und da kann man einen Teil wieder zurückgeben. Und was viele auch nicht wissen, dass wenn jemand Eisenmangel hat, dass das eigentlich ein Kupfermangel ist, der vorausgeht. Und wenn der Kupfermangel nicht ausgeglichen wird, nützen auch die Eisenpräparate nichts. Der Körper kann das nicht aufnehmen. Der kann es nicht aufnehmen, genau. Und das ist zusätzlich natürlich, deshalb haben wir auch diese, gibt es ja auch diese kleinen Geräte, diese Handgeräte, wo nur für das Blumenkästchen im Balkon und so weiter oder auf dem Fensterbrett. Auch schon, wenn man mit diesem Sauzahn, so heißt der, ist eigentlich ein komisches Wort, so ein bisschen durchfährt, ist auch schon dieser der Effekt drin. Ja, genau. Okay. Ja, da fällt mir noch ein, dass wir ja diese Geräte auch kennen und anbieten und deren Griff besteht aus Holz, aber unbehandeltem Holz. Ja, das weil lackiertes Holz und Plastik, die kosten Kraft beim Arbeiten. Ja, natürlich. Und man kriegt auch Blasen. Wenn man im Frühjahr wieder anfängt und den ganzen Winter diesbezüglich nichts gemacht hat, hat man als erstes wieder Blasen. Das wäre aber für jedes Werkzeug wichtig, unabhängig dazu, ob es Kupfer ist. Diese Handgriffe, das sollte einfach aus einem
Holz sein, was dafür gedacht ist, ein Hartholz, was dafür gedacht ist und unbehandelt bleiben. Mhm, stimmt. Ja, gut. Da hoffe ich jetzt, dass Hildegard einigermaßen zufrieden ist mit der Antwort. Nächste war die Sina. Die hat eine interessante Frage gehabt. Es gibt ja viele, viele Dinge, die tatsächlich im Garten und auch was die Gesundheit betrifft und auch was den Körperrhythmus betrifft, ne, den Tagesrhythmus der Organe, dass da auf die Stunde ankommt. Und da fragt sie jetzt, welchen Einfluss hat denn eigentlich die einstündige Zeitverschiebung im Sommer? Worauf muss man hier achten? Ja, das ist eine Frage, die wir ehrlich gesagt auch nicht beantworten können, weil aus der Erfahrung so haben wir gemerkt, dass es braucht, das Organ braucht eine Zeit lang, sich umzustellen, richtet sich da dann tatsächlich irgendwie auf diese Zeit ein. Und das gilt aber nur für die Leute, die diesen fixen Rhythmus sowieso haben. Mhm. Wenn jemand immer, sage ich mal, immer um 10 ins Bett geht, dann geht er halt, wenn die Sommerzeit ist, anders ins Bett und der Körper richtet sich dann schon danach. Nur bis es Ende Oktober ist, da wird schon wieder umgestellt. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Manche spüren das gar nicht, die so ein bisschen ein Durcheinander leben und jeden Tag so anders. Ja. Aber wer so den festen Rhythmus hat, die spüren auch die Sommerzeit. Mhm. Viel negativer. Also wir brauchen meistens so knappe Woche, bis man das mehr oder weniger ignoriert hat, außer ein bisschen jammern, dass schon so früh dunkel wird oder dass man schon so früh aufstehen muss. Umgekehrt dann. Du meinst also, wenn jemand sehr, sehr abhängig ist von einer präzisen Tageseinteilung? Ja, der merkt es. Also deshalb ist das auch sehr schlimm für die Tiere. Genau. Für die Tiere ist das wirklich schlimm. In der heutigen Zeit wird ja nicht mehr die Milch um 5:30 zur Sennerei gefahren, sondern die wird rausgestellt, die wird gekühlt und dann gebündelt abgeholt. Da ist das jetzt nicht mehr so schlimm, weil da kann sich der Bauer ein bisschen dann auch richten, wann er das macht. Aber früher war das wirklich schlimm mit den Kühen, mit allen, die Tiere haben. Stimmt. Und so geht's den menschlichen Organen genauso. Man stellt sich um. Der Mensch stellt sich sowieso auf alles irgendwie um. Ob das Bakterien sind, mit denen wir kämpfen. Also wir bräuchten da nicht aber so Angst haben. Das stellt sich um und... Ja, oder auch Strahlungen. Und ja, so. Es gibt für alles dann immer wieder Gegenmittel. Also man sollte da ein bisschen positiver manchmal sein. Kürzlich hast du ja mal gesagt, wenn jemand im 15. Jahrhundert eingefroren worden wäre und der wird heute aufgetaut, der lebt nicht sehr lang, ne? Ja, weil er die Art von Strahlungbelastung würde nie aushalten. Deshalb sind auch die Ureinwohner gestorben, hätte richtig. Ich beinahe gesagt, wie die Fliegen, ne? Wo dann die Weißen übergekommen sind. Aber das Phänomen ist bekannt und deshalb es ist auch so, wenn Mütter die Kinder so irrsinnig von allen Bakterien schützen oder wie jetzt durch Corona natürlich leider das so sein muss mit Desinfektion und so weiter. Aber mit diesen verstärkten Desinfektionsmitteln ist es doch so, dass wir ja unseren natürlichen Schutz gegen Bakterien und Viren ja auch kaputt machen. Ja, also es wird einfach alles übertrieben. Und heute weiß man, dass Kinder, die gegen alles Mögliche allergisch sind, 14 Tage am Bauernhof sind und ihr Immunsystem ist viel besser und stärker. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht anfangen, im Dreck zu wühlen, aber wenn wir nicht von allem Angst haben und wenn wir nicht alles immer wegwischen und von uns weisen würden, dann würden wir uns Immunsystem anders aufbauen. Und das sieht man auch mit der Erde und mit Obst und Gemüse, wo wir beim letzten Mal schon erwähnt haben, dass die Erde nichts mehr hat. Mhm. Und das Vitamin B, was uns allen fehlt, in erster Linie nicht mehr vorhanden ist, weil alles gewaschen wird und desinfiziert Und so. Also man muss das alles ein bisschen, auch als Laie, ein bisschen lockerer sehen. Das wäre eine feine Sache, ja. Stimmt. Ja. Gut, dann fragt die Sigrid, das Ernten meiner Kräuter und die Verarbeitung zu Pesto, wie auch das Konservieren beim Gemüse, stellt mich immer wieder vor die Herausforderung, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil nämlich in unseren Kalendern das Ernten immer gleich ist mit dem Symbol mit nicht konservieren. Das heißt, das Ernten ist eine Sache, dann lässt man es in Ruhe trocknen und dann kommt, aber dann
erst später der gute Zeitpunkt fürs Konservieren. Das heißt, da ist immer eine Spanne dazwischen. Ja, aber da muss man jetzt unterscheiden, ob man etwas erntet und lagert oder ob man etwas erntet und einmacht oder einkocht. Wenn ich jetzt von Kräutern ausgehe, das ist immer am idealsten bei dem Symbol für Kräuter das Grün, also die Wassertage, Fisch, Krebs, Skorpion. Und das sind keine so guten Tage zum Einmachen, Einkochen und so weiter. Bei frischen Kräutern ist das was anderes. Frische Kräuter, zum Beispiel Pesto, das wird ja dann mit frischen Kräutern gemacht. Das heißt, da ist der zunehmende Mund okay, der abnehmende Mund okay, weil ich es ja gleich verarbeite. Und es ist frisch. Mhm. Jetzt muss ich dann noch den Unterschied machen, ist es etwas, was lange hält oder lange halten soll, oder wird's einfach gemacht, damit's länger hält, aber nicht so ewig. Bei Kräutern ist es so ähnlich wie beim Obst, nicht ganz so schlimm, Kräuter kann ich ein bisschen hinziehen, aber beim Obst, wenn's fertig ist, wenn's reif ist und wenn man's ernten muss, weil jetzt kommt dann vielleicht ein schlechtes Wetter und so weiter, dann kann ich, und der Zyklus ist negativ zum Einkochen, dann markiere ich das mit einem roten Punkt oder irgendwas und verwende das relativ bald. Das heißt nicht, das ist übermorgen kaputt. Wenn ich jetzt so Kräuterpesto mache, das ist so gemacht, dass das ohnehin mit diesen ganzen Zutaten und Gewürzen und allen und Öl, das kann gar nicht so schnell kaputt gehen, bis ich es nicht wieder aufgebracht habe. Grundsätzlich ist es so, dass ich bei abnehmendem Mund, was ich einkoche, was ich konserviere, viel, viel länger hält. Und wenn ich jetzt mit dem speziellen Fall mit Pesto hergehe, dann muss ich nicht auf den zunehmenden Mund warten, um das zu pflücken. Das kann ich sehr wohl im abnehmenden Mund, weil es ja ohnehin frisch ist. Das heißt, das wird ja nicht irgendwo lang eingelagert. Mhm. Und so kann ich das frische Pesto machen, im Prinzip auch, wann immer ich das will. Das heißt, es ist konservieren, von langen haltbar. Ausnahme Jungfrau. Das stimmt, gut, dass du das sagst. Jungfrau sollte man, egal ob der Mund zunimmt oder abnimmt, wirklich nie etwas für längere Zeit einmachen. Mhm. Also wenn es da wirklich nicht anders geht, aufgrund der Ernte, weil die Lieferung ist oder was weiß ich, dann wirklich notieren mit einem roten Punkt. Genau. Aber ansonsten klappt es schon. Okay. Jetzt kommt der Christoph. Der hat eine interessante Frage. Wir haben doch einen wunderbaren Taschenkalender. Ne? Mhm. Zeit für mich heißt der. Mhm. Und den haben wir gemacht mit Blick auf speziell die Interessenlage, die Bedürfnisse, die Gedankenwelt von Frauen. Mhm. Ne? Ja. Und trotzdem aber, ich merke immer, weil ich schreibe ihn ja, ne, und ich bin ja ein Mann schließlich. Ne? Trotzdem stelle ich immer wieder fest, verdammt, das wäre eigentlich toll. Ja, das wäre eigentlich toll, wenn den auf Männer lesen würden, ne? Und wenn es zu Hause irgendwo versteckt auf dem Klo ist oder so. Ja. Jedenfalls schreibt dann der Christoph, planen Sie einen Mondkalender Zeit für mich auch für den Mann? Oder eignet sich der Frauenkalender auch für Männer? Okay. Ich musste herzlich lachen. Ich finde es toll, dass er das überhaupt geschrieben hat. Also, was sagen wir Ihnen? Okay, also heute hast du wirklich, normal reicht mir eine Überraschungsfrage schon. Das heute war nicht einmal als Überraschungsfrage ja, gedacht. Ja, schon, wenn ich es nicht weiß. Na gut. Ja. Naja, okay, wir haben ja sowieso schon öfter überlegt, das ist ja nicht die erste Zuschrift, die schreibt, ich möchte auch einen Männerkalender, das ist schon so ein spezieller Frauenkalender. Aber der hat natürlich jetzt eine andere Frage, ob der schon bestehende der für Männer. Der bestehende, genau. Grundsätzlich ja. Ja, ja, es ist auch. Ja heute auch so, dass die Männer viel mehr auf kosmetische Sachen achten. Das ist ja nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Und grundsätzlich ja. Was jetzt für mich die Frage aufwirft, wir könnten uns den Gedanken an extra Männerkalender sparen, weil er ja eh nicht mehr kann. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die ihn nicht interessieren, aber weil ich wehre mich ehrlich gesagt immer ein bisschen gegen einen Männerkalender. Es ist und oder du schreibst den dann allein. Nein. Ich habe beim Schreiben des Frauenkalenders, bei den Themen, die wir auswählen und auch bei den schönen Zitaten, die da drin sind und auch bei der Gestaltung, ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich wäre das jetzt, was ich da jetzt schreibe, auch interessant für Männer, weil es ja wahrlich auf Seiten des männlichen Geschlechts ein Defizit gibt in Bezug auf die Empathie, auf das Verstehen von Frauen.
Und so ein Kalender erleichtert Ihnen das Verstehen. Das baut Brücken. Sie schauen hinein, was interessiert Sie, was bewegt Sie und welche Tipps geben wir, weil das tun wir ja auch oft, welche Tipps geben wir, dass Frauen sich auf die Socken machen und ihr Selbstbewusstsein entwickeln und irgendwann einmal merken, dass sie nicht links und nicht rechts schauen brauchen, sondern sich richtig auf ihr Traum, auf ihr Ziel zusteuern können. Sie müssen nicht immer ständig Rücksicht aufnehmen auf das, was gerade gedacht wird, auf Tabus und so weiter. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass du gedacht, das Das ist wie so eine Geheiminformation, die man... Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du deine Sachen ein bisschen reinbringst, dass andere Männer vielleicht auch dann ein bisschen so werden, dass ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und so. Aber um da auf das nochmal zurückzuführen, eigentlich haben wir diesen Frauenkalender mal gemacht, weil wir Frauen ohnehin überall zu kurz kommen. Das stimmt. Und jetzt haben wir endlich einmal was, was uns gehört. Jetzt möchten es Männer schon wieder... Nee. Also Christoph, aber wir schauen, was man Christoph machen. Schleicht nicht. Er soll Fragen stellen und beantworten sie. Richtig. Vielleicht gibt es eines Tages. Genau. Es schreiben uns relativ sowieso weniger Männer als Frauen, ne? Ist ja klar. Ja, das ist fast normal bei solchen Themen. Das ist ja auch, weil die Vorträge sind ja auch immer mehr Frauen. Ja, weil Frauen mutiger sind als Männer. Die trauen sich eher. Das darf man halt nicht laut sagen. Das ist richtig. Sonst fürchte ich euch wieder. Du musst schon wieder dagegen kämpfen. Ganz genau. Gut, dann haben wir noch die Karin, die fragt, ob der Tag, an dem Neumond ist, ob der auch noch entschlackender wirkt als der Tag vorher, vor Neumond. Und da kann man eigentlich sagen, die Frage lässt sich kaum beantworten. Man müsste genau auf den Zeitpunkt von Neumond schauen. Ja. Wenn der Neumond an einem Neumondtag, ne, wenn da die schwarze Scheibe ist im Kalender und der Neumond tritt aber ein um 3 Uhr in der Früh, dann ist der eigentliche Neumondtag, der so richtig gut entschlackend wirkt, der vorherige. Genau. Ja. Also so gesehen kann man schon richtig beantworten. Genau. Man muss nur auf die Uhrzeit schauen. Ja. Das heißt, sobald der Neumondzeitpunkt vorbei ist, ist die Entschlackung nicht mehr so intensiv wie vorher. Und es kommt da echt auf die Uhrzeit an und nicht auf den Tag, weil wenn der Neumond erst am Abend ist, dann ist der ganze Tag noch wirklich optimal entschlackend, gerade am Neumond. Und wir haben das ja schon x-mal getestet und probiert alles, dass nicht nur einfach Einbildung bleibt oder so. Das ist wirklich so. Es ist auch wie beim Vollmond, wenn man sagt, nicht operieren und Vollmond. Wenn der Vollmond in der Früh um 3 ist und in ein paar Stunden später ist die erste Operation, das funktioniert ganz anders, als wenn der Vollmond am Abend ist und an dem Tag wird operiert. Und so ist beim Neumond auch. Genau. Also wirklich bis zum Neumond hin nützen, auf die Uhrzeit ausnahmsweise nur bei Voll- und Neumond schauen und dann dementsprechend handeln, dass auch wenn man reinschreibt, der Fastentag ist bei Neumond gut oder ist auch bei Vollmond gut, dass man da nicht sagt, ah, jetzt ist Neumond eh schon vorbei, jetzt kann ich wieder und dabei ist es erst um 10 Uhr abends vorbei. Und da kann man schon richtig gut schauen drauf. Ja, gut. Dann eine der wichtigsten Themen des diesmaligen Podcasts habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar... Das klingt schon wieder gefährlich. Ja, nein, ist nicht so schlimm. Die Sabine fragt schlicht und einfach, ob wir bestimmte grundlegende Tipps geben können für das, was einem so in den Wechseljahren die Laune verdirbt. Ne? Die Hitzewallungen die Laune auf und ab und so weiter, unter der die ganze Familie dann oft leidet. Und da muss ich sagen, das wäre wirklich toll, wenn du da was wüsstest, weil ehrlich gesagt, wir sind jetzt seit 30 Jahren zusammen und ich habe bei dir wirklich noch bis zum heutigen Tag nicht ein einziges Mal erlebt, dass etwas ungewöhnlich wäre. Ja. Trotzdem du da durchmarschiert bist. Ja. Naja, es ist so, dass vielleicht immer noch zu wenig bekannt ist in der Öffentlichkeit, dass Frauen zumindest ab 40 aufhören sollen, Milchprodukte zu essen. Ach, du meine Vor Bitte, allen ja, Dingen genau. Der Käse. Und ich esse den, habe das aufgehört, mit spätestens 40 solche Sachen zu essen, Milchprodukte, weil es für die Frau so oder so schädlich ist. Es dient auch nicht, dass gegen Osteoporose ist. Das ist genau. Gegenteil ist der Fall. Genau. Mhm. Und das ist ein Ammenmärchen, was immer noch vorhanden ist, sogar den heutigen jungen Frauen in der Schwangerschaft wird empfohlen, Milch zu trinken. Und das ist eine absolute Katastrophe. Also man kann das auch, ähnlich wie bei der ersten Frage, mit der Schwangerschaft nicht in einer so kurzen Zeit beantworten. Aber was man vielleicht kurz beantworten kann,
esst als Frauen keine Milchprodukte mehr. Und ihr werdet in keiner Weise Wallungen haben, kein Auf, kein Ab, kein Nichts. Und mehr kann man als erster Tipp dazu gar nichts haben. Das also wenn das ist, alles eine Frau andere kommt zum ersten Mal hört, wenn das eine Frau zum ersten Mal hört, dann ist das für die Minischock. Ein Minischock. Ja, absolut. Weil gerade Frauen viel mehr Käse essen, weil sie wissen, dass Wurst ungesund ist, oder Fleisch, als essen sie Käse. Und, ja, und vor auch allen Vegetarier Dingen, essen die Vegetarier ja sind ganz gefährdet mit Wechseljahrproblemen, weil die Vegetarier Milch, Eier und Käse immer alles mit Käse überbacken. Also man muss jetzt dazu sagen, es ist nicht nur ein Schock für viele, wenn sie das hören, sondern Käse ist ein Suchtmittel. Milchprodukte sind ein Suchtmittel. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so ab heute esse ich das nicht mehr, ich habe eine Sucht. Ich kann das sehr wohl so machen, indem ich einfach mir sage, so, jetzt reicht's, ich esse nicht mehr. Und ich höre so auf, wie ich von heute auf morgens Rauchen aufhöre, so höre ich auch mit den Milchprodukten auf. Mhm. Aber man darf sich nicht wundern, wenn man 3 Tage lang Entzugserscheinungen hat, bis hin zu Müdigkeitsanfall, Kopfschmerzen und so weiter. Aber dann wär's vorbei. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Vielleicht wartet ihr auf den nächsten Neumond und fangt bei Neumond an, keine Idee. Milchprodukte mehr. Und alle anderen Tipps, die noch dazu wären, die braucht man nicht mehr, weil es dann nichts mehr gibt. Das stimmt, ja. Also das wäre... Das hätte ich jetzt auch selber beantworten können, aber ich habe das total aus den Augen verloren, weil es ja schon so lange her ist. Du hast deine Wechseljahre gut überstanden. Ja, aber die gibt es auch. Beim Mann gibt es auch. Natürlich gibt es auch. Aber du hast ja schon lange aufgehört, Milch zu trinken. Ja, genau. Ja. Mann, das war eine Geschichte. Also, kann ich kurz erzählen, als ich Johanna kennengelernt habe, hatte ich oft ziemliche Augenringe. Ne? Und einmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir, es ist seltsam, wo die herkommen, und murmel das so vor mich hin, und Johanna hört mich. Und dann sagt sie zu mir, hey, ja, probier einfach mal eine Woche lang keine Milch trinken. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war Milch für mich, also ich bin an keinem Kühlschrank vorbeigegangen, ohne dass ich nicht schnell einen Schluck kalte Milch genommen habe, weil es einfach toll ist und so weiter. Babyverhalten. Ja, du bist ja so gemein. Also jedenfalls, naja. Dann die Augenringe ist halt weniger wie mit 40. Ja. Jetzt können wir abschließen. Ja. Okay, jedenfalls, ich habe dann das Experiment gewagt und nach einer Woche waren die Augenringe weg. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mama mia, also es gibt noch viel zu lernen. Das heißt, du hast nur wegen der Eitelkeit aufgehört, oder wie? Nein, naja. Experiment. Ja, damals, okay, ja, Experiment. Damals ist einfach, ich habe ja dann auch mit dem Kaffee experimentiert, mit dem grünen Tee, ne, und habe Wirkungen gespürt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Naja, gut. Für heute, glaube ich, sind wir durch. Die wichtigsten Fragen haben wir beantwortet. Und die meisten habe ich sowieso per E-Mail beantwortet und die nicht im Podcast drin. Dann würde ich sagen, für heute mach mal Schluss und freut euch aufs nächste Mal, weil wir nächstes Mal anfangen werden, diesen langen Marsch durch die Tierkreiszeichen zu machen. Und wir wollen das richtig schön rund und ausführlich machen und jedem Tierkreiszeichen und seiner Bedeutung und seiner Wirkungen im Alltag in allen Bereichen schön Platz geben. Wir wissen nicht, wie weit wir kommen. Ja, das kann schon Zeit dauern, aber das wäre fürs nächste Mal dann unser Plan. Also, dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Und auch vielen Dank für alle eure ermutigenden Mails, die ohne Fragen waren. Das war schon toll. Also wir freuen uns, dass das so gut ankommt bei euch. Alles Liebe. Okay, ciao, servus. You know.